Raps läuft. Okay, mein Team sichern. Wir warten noch mit Auftauchen, bis sie sagen, was ist. Und dann gehen wir auch hoch. Sicher, Osten. Okay, wir gehen vorsichtig hier an die Mauer. Okay, wir gehen auch raus. Geduckt. Geduckt und gehen. Max, du hier links an die Häuserecke sichern. Bad Guy, du hier in Richtung Strand. Und du mal wir gehen hier in ein Gebäude weiter. Anastasius, Richtung? Habt ihr mich noch? Nee, ich weiß nicht, wer du bist. Ich bin ein Haus weiter nach, lass mal kurz gucken, nach Süden gegangen. Ich guck zu euch rüber gerade. Hier vorne an der das Ecke. Das sind zu viele, sind da die Kai noch dabei? Komm hier rüber. KI ist nicht dabei. Alles schick. Auf der anderen Seite waren ungefähr. Okay, Jolly, du guckst. Das ist ein gegnerisches Schiff, da sind wir drunter durchgetaucht. Mal gut, dass die uns nicht gesehen haben. Ach du Scheiße, genau in unserem Rücken, alles klar. Wie geil. Okay, Purzel, du behältst das Schiff im Auge. Jolly, du guckst die Küste lang. Wer schießt? Keiner schießt. Achso, hat sich so angehört. Die wurde auch nicht geschossen. Das waren Füße am Boden. Wo okay. Seid ihr denn, Anastasius? Wir sind ein Haus weiter. Wir sind vielleicht 20 Meter neben euch, südlich. Okay, dann kundet mal den Weg Richtung Compound aus. Wir sichern so lange hier. Okay, folgen. Ich gehe Richtung Straße. Hey, wer krabbelt denn dauernd unter mir rum hier? Vorsichtig über die Mauer. Irgendwas ist dann nicht gedeckt. Okay, Jolly, du guckst nach Norden. Boomblaster, du solltest Richtung Compound decken, glaube ich. Ja, das war so. Geh nachrücken. Komm dich daran. Ja, genau die Richtung. Wer noch nicht hat, übrigens mal auf Stanag wächst. Ach nee, wir haben jetzt... ich konnte nicht, ja. Aber lade noch lieber mal nach. Ich hatte eben das Problem mal, dass nix in dem Magazin... alle nachladen. Es hilft nichts, ich muss aber weg, Jungs. Jetzt. Alles klar. Vielleicht kann einer vom Team 1 zu uns rüberkommen, dass hier wieder drei Leute sind. Ja, super. Na dann, schönen Arbeitstag. Ja, Tag ist gut. Naja, Arbeitsnacht. Soll ich kommen nach Anastasius? Okay, alles klar. Du bist 4, gehst du mal mit zum anderen Team rüber? So quasi ohne Zuordnung? Wer hat bei euch die Sprengladungen? Ich habe eine. Ich hab. Okay. Alles klar, nicht, dass wir hier alle beide Sprengladungen hier vorne haben. So genau. Guma, gehst du mal rüber zum anderen Team? Dann läufst du mit dem anderen Team mit, dann sind wir bei beiden 3. Welche Richtung sind die? Die sind hier Richtung Osten, da an dem, wo die Mauer ist, dahinter irgendwo. Aber bitte gehen. Ja, schön vorsichtig. Ja, ich leg hier meine Sachen auf den Boden, dann könnt ihr die nehmen, wenn ihr irgendwas braucht. Alles klar. Ich habe bloß meine Pistole noch, kann er die ablegen? Genau. Zack. Wenn ihr noch irgendwas braucht, bedient euch. Also, ich klinge mich aus. Ciao. Ciao, ciao. Ich hätte es gern weitergemacht, aber die Zeit ist zu schnell vorbeigegangen. Ja. Uma, hast du? Ja, ich bin bei euch. Besetzt ihr mal bitte in 100 Grad das Gebäude und von dort aus sichern. Ich habe gerade über die Straße rüber, ne? Aufpassen, der ist ein Kontakt auf dem Pier, gell? Ja. Hat da irgendwas gezündet? Irgendwas qualmt da, ja. Irgendwo ist hier Smoke oder irgendwas. Ja, sehe ich etwas, ja, aber von mir. Aber die Apia und so, die sind alle ruhig.
Alles klar. Boomer, Team folgen zu mir. Wir überqueren die Straße. Ich decke die Straße, ihr beide geht rüber und bezieht Stellung hinten an der Mauer von dem Haus hier schräg rüber, da wo ich gerade hingucke. Ich gehe rüber. Folge. Irgendeiner ist gerade rausgeflogen. Ich bin noch da. Das ist Purzel, der muss arbeiten. Okay, ich folge. Der hier vorne am Pier ist. Da habe ich Kontakt, ein Soldat Richtung Norden ziemlich genau, relativ nah. Du bist auf der linken Seite, ne? Auf der rechten. Boomer ist links. Ist der in der Nähe vom Pier? Ja. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Norden? Der kann doch nicht beim Pier sein. Nee, der war, da ist eine Steinmauer, dahinter war er. Aber ich sehe ihn nicht mehr. Norden? Ich wollte gerade sagen, wo guckst du? In Norden ist doch die andere Richtung, da sollst du gar nicht gucken. Süden. Ah, genau. Das andere Norden halt. Ich habe mir schon gedacht, was er macht. Entfernung circa keine 100 Meter oder weniger. Ja, den sehe ich, den habe ich im Visier. Boomer, ich gehe mal ein kleines Stückchen weiter ans Haus ran. Okay. Sehe dich. Hier ist kein Eingang. War da nicht. Jolly und Boomer, kommt mal nach an die Wand ran. Wir gucken mal, ob wir von hinten irgendwie in das Haus reinkommen können. Copy. Ja, Raskin? Mein Team, wir rücken ab. Das ist hier eine Tür. Mir nach, wir gehen zur nächsten Mauer. Alles klar, rein da. Ich bin vorne rein. Ah, nee, ich komm zu dir, geht besser. Copy. Jolly drin? Bin drin. Schön vorsichtig clear an den Fenstern. Wir haben dann nach Süden clear Kontakte, ne? Direkter Kontakt. Pier Richtung 1, 4, 5. Rechts Mauervorsprung bei mir, ist aber clear. Links ist eine Treppe nach oben. Ja, hab ich schon gesehen. Okay, geh mal hoch. Rechts im Fenster. Jolly, geh mal weiter. Blockierst sonst die Tür. So, ich gehe die Treppe hoch. Alles klar. Jolly, hast du eine gute Position, guten Überblick? Negativ, noch nicht. Aber mit zerbrochenen Wänden. Mit zerbrochenen Wänden ist clear. Okay, hast du von da oben eine gute Sicht? Ich habe rechts noch einen Raum, den ich inspizieren muss. Okay. Okay, wir rücken jetzt vor an das Gebäude, wo Anastasia okay, ist, drin ist, Richtung Osten. Auf geht's. Hinten rum rein, da ist eine Tür. Ja, wir wollen nicht rein. Achso, okay. Hab wieder Kontakt zu der Person auf dem Pier. Okay, oben sonst alles gut? Ist da eine zweite gute Übersicht? Oben alles frei, hab noch eine zweite gute Übersicht. Obwohl, ich leg mich hier unten irgendwo hin, dann passt dann auch. So, ich liege jetzt hier oben, hab Übersicht über den ganzen Sportplatz bis auf die andere Seite zu den Häusern. Okay, alles klar. Okay, wir gehen jetzt am Gebäude links vorbei, weiter bis zur Ruine. Anastasius, ihr gebt uns Deckung aus dem Gebäude. Copy. Thank you.
Jolly, du hast den da vorne im Auge, ne? Genau, den habe ich. Copy. Boomer, auf dem Sportplatz, siehst du da irgendwas? Alles sauber. Keine Kontakte in meine Richtung. Okay. Wie weit seid ihr rausgegangen? Ja, wir sind jetzt so kurz vor Ende der Ruine. Okay. Habe ich noch einen Kontakt gesehen, weit vorne auf dem Pier? Ist ruhig. Keine Bedrohung. Meinst du Richtung 230? Moment. Richtung 330. Direkt aus der, auf dem äußersten Ausläufer von diesem Hafengelände. 330, das ist in unserem Rücken, ne? Von meiner Sicht aus, wenn ihr auf den Sportplatz guckt, rechts davon ist, geht das Pier ganz weit raus. Und du hast gewartet, bis dein Kompass... Warte mal. Kann auch 320 sein, also. Ja, du guckst gerade auf das Äußere, ne? Du guckst gerade die äußere Umrandung, die 60, 70, 80, 90. Ah ja, genau. Guck mal auf die innere, die großen. Okay, hier Sicherung einrichten. Innere wäre 1, ja, 5, 7 oder sowas. Genau, weil überleg mal, Westen ist 180, ne? So, Anastasius, wir sind an der Ruine vorbei, am ersten Gebäude, ihr könnt jetzt nachkommen. Copy, wir gehen wieder hinten raus. Jolly als letztes. Westen ist 180, ist aber auch eine interessante Ansage. Ja. Hab sie verstanden, Anastasius, was hast du gesagt? Bleib mal noch als letzter, du folgst Tinterek, ich geh mit... Ach Gott, was sag ich mir? Ich hätte mir die Position... Ach, ich glaube, ich weiß, wie manchmal... Ich meinte Süden mit 100, ja nicht Westen. Das ist ein Blödsinn. Außen die Skala ist Strich und innen die Skala ist Grad. Okay. Jetzt können alle raus, nach hinten weg. So wie wir gekommen sind und wir gehen in den Weg, wo die anderen lang sind. Soll ich nachkommen? Ja. Wo bist du? Da bist du. Du bist Boomer und jetzt fehlt bloß noch Jolly, oder? Yep. Bin jetzt im Haus raus. Ach da, jetzt bist du raus. Okay, alles klar. Ich glaube, ich decke lieber in eine andere Richtung. Moment, ich kreuze Max. Da ist Raske. Ja, ich decke seitlich von Raske. 800 meters south. Okay, dann decke ich da, wo du bisher warst, ja? Ja, da kommt jetzt das andere Team, also das sollte eigentlich durch das dann gedeckt sein. Also die. Okay, nochmal ganz kurz zur Orientierung. Ihr seid die Straße, wo wir dran waren an dem Haus, auf der rechten Seite lang. Wir sind da, wo wir sind, hier steht. Wir sind hier, hast du bestimmt geschrieben, in deinem Gruppenchannel, ne? Ja, nicht im Global. Wir sind hoch, den Hügel leicht hoch, hinter eurem Gebäude, da wo dieser alles große klar. Turm ist, das ist die Ruine. Okay, alles klar. Gut. Copy. Folgen. Der Rob da, kann das sein? Das ist bei mir negativ. Du bist geduckt.
waren nur deine Flossen an der Seite, die sahen so aus, als ob neben dir noch einer lang kriegt. Okay, wir sind jetzt an der Ruine, beim Turm. Wo seid ihr da? Wir sind noch weiter. Wir sind noch weiter. Okay, alles klar. Gut, gut. Ich hab's eingezeichnet jetzt. Oh, was ist das denn für eine Markierung? Sag mal, den da am Fußballplatz. Den da am Fußballplatz soll man denn nicht schon mal ausschalten? Nein, beim letzten Mal haben wir selbst mit Schalldämpfer alle aufgeschreckt gestern okay. Bei der Mission. Das würde ich gern vermeiden, wenn wir nicht tatsächlich auch zum Angriff übergehen. Der guckt manchmal in meine Richtung. Okay, ich sehe euch. Das Gebäude links von denen und clearen und gucken da an den Innenhof rein. Warte, Boomer fehlt noch, der ist zu weit weg. Wir sind noch ein bisschen auseinandergezogen. Okay, kannst du rein. Ich bin da. Ja, kannst rein. Dritter Raum rechts. Okay, wir gehen weiter nach Südosten. Ist klar. Innenhof, Achtung, vorsichtig. Innenhof, sauber. Irgendeiner ist disconnected. Marvella. Guck noch nach. Okay. Okay, ich sichere rüber, ihr auf die andere Tür. Seite. Jolly raus, nach links sichern. Nach links oder nach rechts? Quatsch, nach rechts, Entschuldigung, nach rechts, boah. Aber Kontakt machen Team. Achtung, Patrouille direkt hinter dem Stahlzaun. Okay, soll ich mal wieder ins Haus rein und gucke. Geht von rechts nach links an uns vorbei. Verstanden. Okay, ich ziehe. Die müssten bei dir rauskommen, Badger. Ja. Okay, ich sehe die Patrouille. Sehe aber nur die Köpfe. Okay, wenn die vorbei sind, gehen wir weiter nach Südosten in das Gebäude, die Treppe hoch, verschaffen uns oben einen Lageüberblick und dann suchen wir uns Angriffspositionen aus. Also dann gucke ich aus, wo wir uns positionieren für den Assault. Sind die schon vorbei? Ich sehe das Gebäude direkt vor mir, ja? Ja. Sind die schon vorbei? Die sind vorbei, ja. Okay, habt ihr eure Position eingenommen? Dann würden wir jetzt ein Stückchen weiterziehen. Meinst du? Okay, von hier oben ist leider viel schlechte Sicht. Da ist ein Fenster links von dir, nimm das mal. Okay, wir ziehen mal ein Stückchen weiter, ja, wir sind im Haus. Ziel sehe ich da nicht. Guck erstmal das Gelände hier südlich von uns. Da müssten ja auch Gegner, könnten auch Gegner sein. Erstmal einen Überblick verschaffen, auch wenn wir nicht alles sehen. Also ich kann das südöstliche Lager sehen. Also das südöstliche davon noch, ne? Das war ja dahinter noch eins.
Müssen wir nachkommen an Stasis? Hm? Nachkommen? Ja, ja, nachkommen. Mir folgen bitte. Hab ich überhört. Okay, das hier ist eine Garage, da kommen wir von hinten rein. Die ist ein bisschen doof, weil da ist keine Deckung von Fenstern. Die Tür mache ich mal wieder zu hier. So, ich habe meine Markierung für euch gemacht. Anastasius, bitte mal in das Gebäude gehen. Wir sind, warte, ich markiere uns auch mal. Okay. Alles klar, dann gehen wir doch durch die Garage nach vorne durch. Ja. Folgen. Drin. Ich gehe gleich nach rechts rüber, ich sehe euch da oben. Mhm. Unser Team ist im Haus, das ist Team 1 rechts von uns. Ja, nachdem wir die Bombe gelegt haben und gesprengt haben, direkt ins Wasser. Ne? Ich sehe eine Patrouille da vorne, die kommt zurück, wahrscheinlich die Viererpatrouille. Die läuft jetzt von Richtung Wasser hier, Raskel. Die läuft da vorne von links nach rechts. Alles klar, also wieder den Weg zurück quasi. Ja. Okay, wir müssen jetzt quasi in das Haus, was komplett ausgeleuchtet ist, da alles, ne? Die ist jetzt stehen geblieben da vorne. Okay, ich habe die Patrouille eingezeichnet. Ungefähr auf der Straße läuft die immer hin und her. Alles klar, ist ja die Parallelstraße. Gut, dann gehen wir rüber ins Haus. Das ist eine Zweierpatrouille. Ah, das ist das hell hier, das gefällt mir ja. Oh, so langsam kann man Nachtgerät ausmachen. Die Patrouille ist jetzt wieder nach links gelaufen. Okay. Also die kommt jetzt bei euch da raus. Zwei Leute. Also ist, wie weit seid ihr? Wir sind gleich drin. Copy, passt auf, die Patrouille, es kommt wieder zu euch rüber. Achtung, da ist gerade einer hochgerannt. Ich weiß nicht, ob die jetzt alarmiert sind. Hier in das Haus rein. Jetzt weiß ich nicht, sind die vor uns? Okay, wir sind jetzt, ich bin im Haus drin, das Team kommt gerade nach von mir. Also die haben die Waffen oben, sehe ich gerade. Jo, Schuss. Taking fire! Aber ich sehe sie jetzt nicht mehr. Doch, ich sehe sie, sollen wir angreifen? Ja, Feuer. Warum komme ich durch diese scheiß Tür nicht durch? Also wir gehen in den zweiten Stock. Wer wen sieht, nicht zum eigenen Team gehört und zum, also zu unseren Leuten gehört, für Schuss erwidern. Einen habe ich. Bist du hochgegangen? Ich bin oben. Ah, die Fenster Scheiße, kann man nicht aufmachen. Ich habe den schon hier hochrennen sehen. Ja, weil es halt langsam hell wird. Von hier oben haben wir eine beschissene Sicht. Wir sollten weg. Jo, wir gehen runter. Kontakt erledigt. Die sind bei uns im Innenhof, wo wir reingekommen sind. Okay, wir gehen hier mir nach, erstmal mein Team. Nachtsicht könnt ihr ausmachen. Oh ja, ist ja Tag hell bald. Okay, ich gehe wieder runter. Boomer, du behältst mal den Innenhof im Auge, da wo ich gerade runtergeschossen habe. Okay. Wieso geht es nicht nach unten, Boomer? Nee, das ist halt der Anastasius, der gerade runtergeht.
Ja, ich bin gerade runtergegangen. Du bist durchs Haus gegangen jetzt einmal. Warte mal, okay, dann sind jetzt Puma und Anastasius unten, denn Jolly hinten runter kurz gucken in den Innenhof. Wollt ihr jetzt auf die andere Seite, auf die andere Straßenseite, los. Sind jetzt alle unten? Laufend? Geht aktiv, den oben. Ja, Combat Stance. Okay, alles klar. Innenhof ist soweit sauber. Okay, Jolly, kannst nachkommen runter. Okay, jetzt, wir sichern hier bei mir Rundumsicherung. Jo. Bin unten. Alles klar, bist du. Okay, alles klar. Hinter mir. Max, wo bist du? Ich bin hier am Eck vorne. Okay. Hier. Ah, okay, ich bin bei dir, Max. Wo ist nix? Ich bin am Gebäude hier. Wir sind jetzt aus unserem Gebäude wie raus. Wir sind falsch. Ah, ja. Ach, da, an dem. Hier. Max, zurück. Hier. Wir sind jetzt fast auf Höhe von... Vorsicht, 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 Friendly Fire! Alte Leute, eine neben Leute, dir alte. Ist einer direkt. Ja, das bin ich. Gut. Okay, wir gehen hier durch. Wieder langsam, weil die in der Basis scheinen uns noch nicht bemerkt zu haben. Ihr seid jetzt hinter uns, ne? Ja, wir gehen an euch vorbei. Alles klar. Okay, die Gruppe geht nach links. Vors Gesicht, hier ist ziemlich offen. Oh ja. Hier geht's auch nicht weiter. Guck mal wieder raus, wir gucken Gebäude weiter. Hier will ich nicht durch das. Boomer, deck mal immer nach hinten. Müssen wir aber hier die Tür aufmachen, glaube ich. Kobi. Ja, können wir ja. Ich denke nach hinten. Copy, danke. Hier geht's auch ins Offene. Okay. Team 1, ihr seid weiter nach hier zu der blauen Tür. Warte, ich versuche mal die aufzumachen. Baske, ihr seid an uns vorbei Richtung Südosten, ne? Ja. Copy, danke. Wir sind jetzt zwei Häuser weiter. Hier geht's, die kann man aufmachen. Hier können wir rein, Jungs. Das ist cool, dass die ganzen Häuser jetzt tatsächlich begehbar sind. Ja, das eröffnet viel mehr Optionen. Hier nicht rein, wieder zurück. Rifleman, 100 meters front. Ah, ich habe die in dem Wachturm entdeckt da. Was für ein... Wir gehen hier weiter. Was ist der am Wachturm? Auf der Position, wo ich stehe. Das Gebäude sieht besser Richtung aus. 180, also im Süden. Das ist genau da, wo die Drohne ist. Der Wachturm, den sehe ich. Okay, einer bleibt hier unten an der Tür zum Compound hin. Da, Max, komm, du kommst mit mir hoch. Also soll ich nach hinten hin oder Richtung Meer? Nee, nach vorne zum Compound. Nach vorne zum Meer hin. Okay. Okay, Max, du kannst da an die Tür. Okay, ich habe die Wachmänner auf dem Turm im Blick. Ansonsten sehe ich nichts. Okay, weiter vor will ich nicht. Wir sind jetzt in der Position, wo wir zumindest den Südteil des Compounds ziemlich gut einsehen können. Okay. Wir befinden uns genau da, wo Patrouille steht halt, ne? Ja, wie ist denn eure Sicht auf das Zielgebiet? Also ich sehe genau den gleichen Wachturm wahrscheinlich, den Bad Guy auch sieht. Das ist der, der an der Küste ist.
den Platz davor, diesen freien großen Parkplatz sehe ich. Und ich sehe auch den Wachturm hinten an dem zweiten Stützpunkt. Okay, dann versuchen wir mal was. Ich hoffe, es funktioniert. Wir könnten die Straße noch überqueren und an. Versucht mal durch die Innenhöfe, wo wir eben durch sind, an unserem Gebäude vorbei. Da ist noch so ein großes Gebäude südöstlich von uns. Okay, alles klar. Also wir müssen jetzt eins, zwei und das dritte Haus dann. Alles klar. Gut. Folgen. Ich kann auch noch einen auf dem erwischen, und zwar Richtung 260. Also den könnte ich rausnehmen, damit er uns nicht von hinten erwischt oder so. Max, komm mal bitte hier wieder zurück. Ich habe aber die zwei auf dem Turm gut im Blick hier. Ja, ich weiß, aber komm mal zurück. Wohin zurück? Runter? Nee, hier durch die Tür, ich sehe dich. Einfach durch die, wo du gerade stehst hier. Ich bin hinter dir, in dem Raum, in dem anderen Raum. Komm mal bitte hier ans Fenster, weil hier kannst du prima auf den Nordteil, den können wir von dort aus nicht sehen. Dann nehme ich die beiden auf dem Turm und hier sind nämlich, hier sehe ich auch alleine vier Mann rumstehen. Copy, sehe ich. Ja, wunderbar, weil dann haben wir nämlich, dann sehen wir zumindest alles vom Compound. Boah, die neuen Moves sind ja so geil. Ja, finde ich auch. Das mit dem Entdeckung gehen ist wirklich spitze. Beobachtungszeit. Ja, ich liege jetzt am Boden, so seitlich, sodass im Liegen nur mein Kopf mit der Waffe rausguckt. Das heißt aber, wenn also du nicht getroffen wirst, bist du gleich tot. Nein, ich kann von Tastenbefehl sozusagen mich komplett dahinter wieder mich bewegen. Also man liegt so seitlich, weißt du, also der Körper liegt links neben dir. Stopp. Warte mal, sind die nicht in dem... Wenn die ankommen zu rennen, soll ich dann das Feuer eröffnen? Wir sind, irgendwer liegt hier vor mir, vorsichtig. Ich schieße ja einen Tauch, das ist fuckgeil. Okay. Warte, wenn sie wegrennen... Ja, das bin ich! Alles klar, ein Gebäude weiter. Du solltest das GPS einschalten, Anastasius. Hab ich, alles klar. Ja, das ist sehr hilfreich. Oh ja, ich sehe, ich habe schon Kontakte da vorne, so eine Dreierpatrouille. I see movement. AT Soldier, Machine Gunner, 100 meters front. Warte, ich sehe eins. Ich sehe die zwei auf dem Turm, sowie noch einer Dock Richtung 260 ungefähr. Okay, UAV, 100 meters front. Wir müssen irgendwie einen Bogen relativ weit nach oben schlagen hier. Sonst sehen die uns zu früh. Das Gebäude, was du meinst, das ist nur eine Ruine, die ist total platt, ne? Ja, notfalls, wenn da keine Deckung ist, nimmt er das Gebäude direkt danach. Das ist ein richtiges Gebäude. Ja, gucken wir mal, wie es ausschaut. Seid ihr dran, Jungs? Bist du hier durchgegangen? Die Mauer reicht jetzt. Ja, oben lang, ich sehe dich. Nach rechts, links. Genau, oben lang, an der Straße ein bisschen. Und jetzt zu mir kommen. Die Zweierpatrouille, die da eben patrouilliert ist, wo Patrouille stand, ist die komplett down? Ja. Im Innenhof war einer und einer lag auf der Straße. Ja, okay. Einen habe ich erwischt draußen und einen hat Anastasius-Gruppe im Innenhof platt gemacht. Ja. An der Mauer lang bewegen. Schuss irgendwo her. Die schießen okay, zu uns, frei, die schießen Feuer zu uns. Frei. Anastasius, den auf dem Pier, Bad Guy, bitte. Die beiden im Turm habe ich. Der wird den links umlaufen. Okay, ihr habt zwei. Achtung, unter dem Tatnetz stehen auch einige.
die auf dem Wachturm beachten. Die werden wahrscheinlich links zum Laufen. Rifleman, 75 meters front. Copy, hab ein. Auch ein. Man, 75 meters front. Weiß nicht, woher. I see movement. Rifleman, 100 meters front. Max, wie schaut's bei dir aus? Ja, bei mir schaut's gut aus. Ich habe immer noch guten Blick. Ich sehe unsere da unten. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen. Bin getroffen. Irgendwo ist beschützt, aber ich sehe nicht, woher. Ich sehe nur Einschläge. Ja. Ich sichere mehr nach hinten, weil einer ist da links weggelaufen. Alles klar, ich gehe an der Ruine, die Seite, die zu unserem Team 1 zeigt, ein bisschen weiter nach vorne. Dann Richtung Nord im Zirkel, oder? Achtung, ich habe gerade einen in die Nordbasis rennen sehen, an den Sandsäcken längs, die zu uns stehen, Max. Wir müssen gleich bei dir irgendwo rein. Copy. Wo steckst du, Anastasis? Ich bin genau an der Ruine vorne rechts. Ich habe auch schon mal besser geschossen. Schießt du auch? Wie wär's, wenn unser Team jetzt runter an die Sandbackbarrieren kommt? Weil ich sehe hier keine Gegner, die schießen alle nach oben. Nein, zu euch. Nein, erstmal nicht. Wir bleiben erstmal hier. Max und ich sehen noch einiges. Solange das andere Team da nicht richtig in Position ist, bleiben wir hier und sichern erstmal. Okay. Hinter den Sandsack, hinter der Sandsackbarriere liegt noch einer, der liegt aber da, den kriege ich nicht. Ja, das müssen die anderen dann machen oder wir können vorlaufen, erstmal weiter sichern. Jolly, wie sieht's bei dir aus? Ja, nach hinten ist alles im Moment frei, aber ich weiß gar nicht, wo, was, wie und warum. Ich sehe den Typen, der ist genau unter dem UAV auf der linken Seite. Genau, da ist auch noch einer, ja. Schieß ihn doch ab. Nee, ich sehe nur die Tracers da rauskommen. Hab ihn. Taschenlampe ist down. Seid ihr jetzt in Position, Anastasius? Wir haben immer noch Beschuss, aber sind eigentlich ganz gut in Position jetzt. Boomer, wie sieht es bei dir aus? Wir sammeln uns unten bei Bad Guy. Mein Team sammelt sich bei Bad Guy unten. Ich habe direkt eine Sicht auf das Tarnett. Copy. Ich ebenfalls. Und die Straße weiter runter Richtung, Richtung zweiter Basis. Soldier, 400 meters, bearing 165. Okay, Bad Guy, lass mich mal rausgucken. Okay, wir machen Folgendes. Ich habe jetzt Sicht auf den zweiten Turm in Richtung... Moment. Du sicherst so wie jetzt, Bad Guy. Max und ich sprinten raus. Schräg gegenüber ist so eine kleine Abstellhütte an dem Compound. Ja, sehe ich. Genau, da rennen wir erstmal rein, Max, dass wir dort in Deckung sind. Auf geht's. Habt die Patrouille eingezeichnet am zweiten Compound? Laufen und Control gleichzeitig. Shift und W. Shift. Ich weiß nicht, ob das ein Scharfschütze ist auf dem Turm. Keine Ahnung. Ich bin drüben. Ich bin hier. Soll ich rüberkommen? Wir dich nicht hier. Ja, wird kein Nachkommen.
Anastasius, Achtung, wir sind jetzt in dem kleinen Abstellgebäude direkt nördlich am Compound. Ihr seid genau 3 Uhr von mir, ich bin 9 Uhr von euch. Vorne an der... Ich hab euch. Wir sehen jetzt innerhalb von der Basis keine Kontakte mehr, da wo ihr jetzt vor seid. Mein Team, wir gehen jetzt links raus aus der Tür und links rum um die Sandsackbarrieren. Wedger, du musst vor, du bist, glaube ich, im Weg, oder? Oder? Ja. Max, du sicherst nach hinten. Ich behalte mir den Turm im Auge, ne? Ja. Ich gehe vorbei, Wedger. Jolly, du deckst nach hinten, oder wo guckst du hin? Ja. Ja, wenn es sein muss, ja. Nee, ich frage, wo guckst du gerade hin? Geh vorbei. Ja, ich gucke nach hinten. Alles klar. Geh vorbei. Soll ich vorbei? Jo. Zwei Leute auf dem Turm. Okay, wir gehen jetzt in den, dringen jetzt in den Compound ein. Und zwar von der Seeseite her, da wo der Wachturm ist. Wo bist du hingegangen? Ich sehe dich nicht mehr. Links hier, geradeaus hier, Seeseite. Die Patrouille da hinten, die nähert sich nicht mehr so wirklich. Ne? Die läuft auf dem Strand lang. Ist noch weit weg. Wo seid ihr denn? Am besten Nahsichtvisier jetzt wieder einstellen hier. Ich habe meine Gruppe verloren. Ich bin hinter dir. Was, doch? Achtung, wir tauchen jetzt am Wachturm auf, hinter den Sandsäcken. Copy, für mich außerhalb der Sicht, sehe euch nicht. Okay, UAV sieht frei aus. Ja, da waren zwar Kontakte, aber die hatten wir down. Da war nichts mehr, was okay, ich bewegt hat. Okay, wer hat bei uns die Sprengsätze? Ich, Max. Okay, Max, dann, du bist jetzt hier voll in Deckung. Die anderen decken von der anderen Seite, wir von hier ans UAV Sprengsatz anbringen. Boomer Richtung 170 decken. Die Straße darunter zum Strand rüber gucken. Nur, dass die sich nicht bewegen zu schnell. Ich habe noch einen Gegner immer noch an dem Dock, den ersten, den wir gesichtet haben, ganz hinten. Den lassen wir, ne? Solange der noch nicht hier wäre, lassen wir den. Jo. Man muss auf jeden Fall gut hier raus. Ich habe die schon mal hier gesprengt, ungefähr bei der Entfernung, da war Ende. Ich weiß nicht, ob man im Wasser sprengen kann, ich glaube nicht. Hast du 2 jetzt hingelegt? Ja. Okay. Besser wie kein. Okay, mein Team rückt ab, so wie wir gekommen sind. Und du bist hier vorne an der Ecke, ne? Yep. Alles klar. Habt Blickkontakt zu euch? Bin in dem Haus wieder. Okay, wir gehen, wenn wir vorbeigehen, wir gehen gleich weiter zu der Ursprungsposition zu dem Gebäude. Wenn ihr da seid, sagt Bescheid, dann ziehen wir auch gleich ab, damit wir nicht zu dicht sind, wenn es hochgeht. Weil die Patrouille am zweiten Stützpunkt, die eiert da rum, aber die wäre relativ schnell da. Jetzt aber nicht rennen. Ja, nee, nicht rennen, nicht rennen. Keiner sieht. Die Patrouille hinten am Dock ist nicht aufgescheucht. Ich habe noch 2 links gesehen, die waren noch ruhig, also solange uns... Nee, also bei der Sprengung werden die aber aufgescheucht. Das auf jeden Fall. Okay, wir sichern hier, und zwar Max, hier raus aus der Tür, wie wir gekommen sind. Also nach zum Compound hin sichern, du musst eh gleich sprengen. Bad Guy und ich, wir sichern hier den Abzugsweg. Anastasius, ihr könnt euch jetzt zurückziehen, und zwar zum Compound, der nordwestlich von uns ist, wo auch nochmal Team 2 dran steht, da wo wir vorhin die Patrouille ausgeschaltet haben. Alles klar. Jolly, Boomer, zurück zu mir. Ja, ich sehe dich, warte. Ich bin hier hinten rechts an der Ecke. Okay, ja, alles klar. Jolly habe ich fast über den Haufen gerannt. Okay, alles klar.
Okay, wir passieren euch. Sag mal, sprengen heißt Touch Off, oder? Jo. Also folgendes, wenn das andere Team bei dem Punkt Team 2 in Stellung ist, dann werden wir die Ladung sprengen und dann rücken wir bei Team 2 ins Wasser ab. Wir müssen aufpassen, da am Dock steht noch irgendwo eine einsame Patrouille. Eventuell müsst ihr die ausschalten, Anastasius. Wichtig ja, aber ist, dass wir zwischen den Docks ins Wasser gehen, auf keinen Fall weiter nach Norden, weil da ist noch dieses Patrouillenboot. Ja, das andere Patrouillenboot, alles klar. Und dann Moment, ich zeichne die Patrouille eben ein, die einsame. Ist okay, denk dran, den Channel umzustellen. Jo, hab ich. Wichtig ist, dass wir dann so tief ja, wie möglich abtauchen, dass wir unsere Boote wiederfinden und dass wir dann abhauen. Und halt nicht von dem Patrouillenboot erwischen werden. Okay, Team 2 ist jetzt bei Team 2 angekommen, wir beziehen Position. Okay, die einsame Patrouille ist 200 Meter weiter nordwestlich von euch, am Ende des Piers. Eventuell sieht er euch, macht er gar nichts bei der Entfernung. Nordwestlich von uns? Du meinst südwestlich? Nein, ich meine nordwestlich. So hat es Bedguy zumindest eingezeichnet. Ja. Nee, da ist die schon. Okay, dann Max, sprengen und wir rücken dann ab. Okay, und ab dafür raus. Wir gehen in Combat Stance. Kommt der jetzt bei mir nicht in Combat? Du musst W und S vielleicht nochmal zum Rennen, also ja, es genau mit erst okay, rennen. Wir gehen rüber, gucken nach, dass wir den Typen ausschalten und dann sind wir zwischen den Docks. Achtung, wir sind jetzt bei euch gleich, Anastasius, nicht erschrecken. Wir rücken weiter vor zum Strand. Ja, ich sehe euch von hinten ankommen, alles klar. Okay, wir rücken vor alle zusammen zum Strand. Ihr könnt ruhig Combat Stance jetzt. Ah, hier ist sind auch noch Felsen. Schuss, wer schießt hier? Der Gegner. Ab ins Wasser! Einfach hier ins Wasser über die Steine! Hä, das macht einen großen Platsch, das ist ja lustig. Und ich bin weg. Also ich hab's geschafft. Ich bin auch weg. Bin im Wasser. Bin auch im Wasser. Okay, nicht weiter weg. Erstmal Bad Guy stehen bleiben, alle bei mir sammeln. Das sieht so cool aus. Ja, das ist echt stark. Boomer, wo bist du? Jolly, wo seid ihr ins Wasser gesprungen? Ich bin jetzt bei dir. Wir sind über die Steine, über die Felsen gesprungen. Ich bin jetzt bei der anderen Gruppe. Ja, okay, alles klar. Es hat einen richtigen Klatscher gegeben bei Raske. Ich hab Hunger bei meinem Gewicht. Da kommt eine Schildkröte. Ja, wo, wer fehlt denn hier noch? Schildkröte. Ja, ich sehe euch. Ich komm von Norden. Oder so da. Ich komm an. Seht ihr mich? Ach, der ist woanders hingerannt. Okay, dann los geht's, alle mir nach. Na, ich war da lang, wo es am schnellsten ins Wasser ging. Hoffentlich kommen wir da durch, sonst müssen wir nochmal außen rum. Das ist relativ flach, ne? Und wir schwimmen da an den Leuten. Ja, ich glaube, hier schwimmen wir ins Hafenbecken. Ja, wir müssen, alles klar, wir müssen außen rum. Ja, hier ist die Mauer. Hey, Korallen! Es fehlt eigentlich. Ja, es gibt noch sogar unterirdisch, also es gibt hier sogar so Höhlen und so wohl. Ja, das sind aber nicht auf der Karte. Ja, die sind auch nicht auf der Karte verzeichnet. Manche sollen wohl sogar gut sein. Cool wäre, wenn man da irgendwo auch an Land kommen würde. Ja, innerhalb einer Höhle, ne? Ja, ja, wenn du so durchschwimmen kannst und die irgendwo dann in so einer. Irgendwo im Land in irgendeiner Quelle oder Grotte endet oder sowas. Auf die Idee kommt bestimmt einer.
Also auf jeden Fall sind die Maps mal richtig, also die Maps sind der Hammer, das muss man schon sagen. Also ja. Wenn die Mods endlich draußen sind. Also was mir heute echt gefehlt hat, war Ekre, fand ich. Ja, ja, das stimmt. Braucht man einen eigenen Server? Und oder ein Repository einfach. Das ist nicht das Problem. Echt? Also ein Repository sollte ja überhaupt gar kein Problem sein. Nee. Wobei es wird, also bei meiner Leitung wird es jetzt hier mit 6 Leuten eng. Ich habe immer wieder gelbe... Ja, wir auch, aber hatten wir gestern auch schon die ganze Zeit. Gelb geht ja noch irgendwie so ein bisschen. Aber sonst bemerke ich keinen Desync oder so. Das waren jetzt übrigens 100 Einheiten in der ganzen Map. Test ist so cool. 96, um genau gesagt. Ja, nee, im Zielgebiet weniger. Wir sind schon wieder dicht an der Mauer und du kannst manchmal sogar die Laternen oben am Rand sehen. Jo. Oh, das Granate. Okay, das ganz runter. Das kann eigentlich nur das Schiff sein. Nee, das hat keine Granaten, oder? Doch, das hat Granaten. Das hat ein HMG und Granaten. Das ist blöd, weil genau da haben wir unsere Subs geparkt. Vielleicht haben sie vielleicht die ja jetzt gefunden, werden wir ja sehen. Wir können ja nicht unter Wasser schießen, hast gesagt. Nein. Können wir das Boot auch entern? Nicht, wenn man an, leider auch nicht, wenn man schwimmt. Boot entern geht nicht, ne? Aber konnte man das nicht irgendwie sabotieren oder so? Ja, das muss man skripten, dass man sabotiert, habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hatte eigentlich gedacht, cool wäre, wenn man da eine Bombe dran anlegen könnte. Das geht, ging ja mit Ace bei den Fahrzeugen. Vielleicht geht das ja, mit Ace genau. Ja dann auch mit den Booten. Das wäre natürlich extrem cool. Aber ich hatte überlegt, sowas könnte man gut als Ablenkungsmanöver machen, um den Angriff zu starten. Das Boot sprengen. Ja. Was ich mir auch gut cool vorstellen kann, ist so eine zweigeteilte Mission, eine mit einem Diver-Team und eine mit einem Halo, also dass man so von zwei Seiten... Das ja. Halo-Team könnte erst die Diver absetzen irgendwo und dann weiter, ne? Ja, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich, dass man den Stromgenerator ausschaltet. Alles klar, du meinst hier falsch, ich habe Halo verstanden, hier Heli. Und da könnte man das Halo-Team woanders absetzen, wo der Generator ist, den man oder den das Hauptstromnetz abschalten, sodass das Diver-Team dann dahin kann. Wow, super. Die könnten wir nehmen, wa? Eins sehe ich, wo ist denn euer? Das andere. Also das ist glaube ich, das von meinem Team. Ist das nicht unseres? Die haben unseres hier so gegen den Berg gerammt. Ja. Okay, wo dann ist gleich das mehr rechts. Ja, hier ist das, glaube ich. Es ist nicht weit weg gewesen, aber wie waren hinter euch? Was ist denn hier? Warte mal. Also die sind irgendwie von links hinten, sind die dann zu uns gekommen. Wo hat der Boomer geparkt? So, ich brauche einen Driver hier drinnen. Alles klar? Ich als Fahrer drin. Nee, so weit weg kann das eigentlich nicht gewesen sein. Nee, ich glaube auch nicht. Also wir sind ziemlich... Ich hab's! Nee, doch nicht, das ist ein Stein. Ah. Nehmt den doch. Wir sind eigentlich ziemlich genau bei so einem Marker rausgekommen. Zu drehen, Anastasis? Ja, ja, ich sitze neben mir. Anastasis, bitte, also ich muss ja heuer, ich muss ja zu euch, klar. Du weißt, wo euer Boot ist. Bei der Pace würde es so dermaßen heiß im Neoprenanzug werden. Weil ich bin jetzt zu eurem Team gewechselt, deshalb. Ich bin ja ausgestiegen aus der See. Ey, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Nee, ich glaube, also wenn dann in die andere Richtung. Hier sind wir zu weit. Ja, also Richtung Sucht, gekommen. Sucht. Ja, blöd ist, wenn wir uns verlieren. Ja, genau. GPS. Ja, ich krieg mein GPS nicht an. Ich hab kein GPS. Habe ich schon probiert vorhin.
Ach, nee, aber wenn man Map einschaltet, dann wird kurzzeitig der Lead eingezeichnet. Moment, ich sehe jetzt nur noch zwei. Wo ist denn unser vierter Mann? Sie haben keinen vierten. Boomer ist versehentlich immer hinter uns her. Wenn Wurzel weg ist, sind wir nur noch kriminell zu dritt. Wie lange hält denn der Sauerstoff? Wie tief waren wir denn? Minus 34 Meter. Ja, dann war es. Ja, dann müssen wir tiefer. Dann müssen wir ein bisschen hier noch drüber wahrscheinlich. Hier sind höchstens 10 Meter. Da oben ist ein Boot! Ja, das ist ein Boot. Ja, das ist das gegnerische Boot, Mann. Da sind wir, glaube ich, drunter durch. Da sind wir drunter durchgetaucht. Also wir müssen tatsächlich weiter draußen sein, glaube ich. Ja. Noch ziemlich lange geschwommen. Also wichtig für solche Missionen aufschreiben, wo man Parkplatz, wo man geparkt hat. Ja, das glaube ich. Die Koordinaten sollte man sich aufschreiben. P37. Ja, da bräuchte man aber ein genaueres GPS als mit den. Naja, komm, also auf 10 Meter hier, da tut's doch. Ja, nee, das sind sogar 100, aber selbst das reicht. Ist ja nur, also da findest du es ja dann, wenn du grob, nur wenn du jetzt hier quadratkilometerweise Wasser absuchen musst. Ja, in der Tat. Das gibt's ja nicht, ey. Ich glaube, ich schwimme zurück. Ja, ich finde das aber zu weit hier. Und wenn das gesprengt worden ist? Vielleicht ist es auch weggetrieben, das hatten wir doch neulich schon mal. Aufgestiegen. Es ist, glaube ich, eh so, es braucht nur eine Einheit da in diese, in den Bereich rein. Na gut, dann eine blaue. Dann fahren wir hin. Ah, dann gucken wir mal, welche Position ist denn das hier? 1, 5, 3, 1, 2. Ich sehe jetzt nur noch einen vor mir. Das bin ich. Wo ist Raske? Keine Ahnung. 180 Grad kehre hier. Kannst du die Richtung zeigen, weil ich habe keinen Kompass. 180 Grad kehre, kriegst du das hin? Also, weiter. Das ist zu weit hier. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wo wir sind, ehrlich gesagt. Drehen. Ich weiß nicht, ob es dreht. Nein, du musst ein bisschen Gas geben, damit es geht. Hier ist wieder das Schiff. Du siehst doch, wie deine Hände sind. Du bist hier, stopp, und wieder ein bisschen links. Warte mal. Dann lass uns doch mal zu dem Schiff und dann ab dem Schiff genau nach Westen. Bringt ja nichts, wenn wir hier jetzt da in einem Kreis rutschen. Ja, aber das haben wir doch eben schon gemacht, oder? Also so bin ich eben schon geschwommen. Nach rechts. So, jetzt hier immer geradeaus. Rechts. Weiter rechts, stopp! Geradeaus. Pack den Kurs. Ah, da kommt unser anderes Boot. Da fahren wir erstmal ein Stückchen so weiter. Wir müssen zur Start, ne? Nee, hier ist zu weit. Nee, dort wo steht der Ausgang. Auf der Karte ist ja da, ist nicht am gleichen Ort. Das ist zu weit. Also so weit sind wir nicht geschwommen, oder? Meinst du, wir sind... Ach, warte. Ich glaube, ihr fahrt ins Feindesland wieder. Ja, ich merk schon. 1, 2, 7... Okay, weiter nach rechts. Ja, das ist jetzt zu weit. Rechts, hart rechts. Sag den Kurs, 270 habe ich jetzt. Weiter, stopp, geradeaus. Jetzt ist 315 Grad. Wie geht da nach unten? Y. Ja, tiefer kannst du. Immer weiter. Haben noch ein Stück. Aber so sind wir fast
auf Ziel denn? Wo ist ein Raske jetzt? Der eiert hier auch irgendwo. Ich suche das Boot. Der Kurs ist richtig gut. Dieses blaue Quadrat auf dem Markt, hast du gesehen? Ja. Das ist jetzt aufgemacht? Ja. Sag mal, dieses blöde Patrouillenboot haben wir jetzt schon dreimal gefunden. Jo. Also was Puma da wieder gemacht hat, ne? Unser Boot versteckt. Oh, passt, alles schick. Ach, ich mach auf. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, ne? Das sind da jetzt 50 Meter runter. Ja, das reicht so. Nicht, dass ich wüsste. Also, Felsen habe ich schon mal gesehen hier. Aber ich flieg wohl schon sein. Ich schwimme da trotzdem mal hier noch hin. Hast du es gefunden, Maske? Nee. Oder warum hast du... Ach nee, passt. Nee, habe ich nicht. Hat er von alleine gemacht. So, okay, also hier... Nee. Weit. Jetzt gehen wir nochmal in die andere Richtung. Jetzt genau Kurs West? Ja, nee, wie wär's jetzt von hier aus mal Kurs West? Okay. Bist wir West oder die Wir auch? West, wir West. Jolly, du Westen. Es sind ja bloß ein paar Strich weiter nach links. Stopp geradeaus. Ja, das ist doch nicht zu fassen. Ja, perfekt. Nee, so weit war das nicht. Also so weit waren wir ja nicht näher dran am Strand als die anderen. Wir sind gleich da. Wenige Meter. Das ist die Frage, warum näher dran waren am Strand. Wir kommen genau in die Positionsmarkierung rein. Okay, stopp. Okay. Das war's. Ich glaube, Mission ist gar nicht gar kein Endträger. Können wir beenden. Jo, war doch schick. Hier ist schön so in 50 Meter Tiefe.